Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Melina Cornelio, ich bin freiberufliche Lektorin und Autorin und auf diesem Kanal nehme ich euch mit in die Buchbranche und alles, was damit zu tun hat. Sind Autoren gute Lektoren? Mit dieser Frage beschäftige ich mich heute in diesem wahrscheinlich sehr kontroversen Video, weil ich damit der einen oder anderen Person bestimmt auf den Schlips treten werde, aber es ist okay. Es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, mit dem ich auch oft konfrontiert werde, eben weil ich auch Autorin und Lektorin bin und das auch in meinem Branding so vorhanden ist. Aber denke ich trotzdem, dass Autoren gute Lektoren sind? Eine schwierige Frage, die wir jetzt in mehreren Schichten aufarbeiten werden. Erst einmal zu mir. Ich liebe das Schreiben und ich bin gerne Autorin, aber ich bin immer in erster Linie und an erster Stelle bin ich Lektorin. Das war seit jeher mein Berufswunsch und ich habe sehr viel dafür getan, um an dieser Stelle zu stehen. Also ich habe Abitur gemacht, ich habe einen Bachelor studiert, ich habe ein Masterstudium gemacht. Ich habe im Master, habe ich schon anderthalb Jahre für einen kleinen Verlag lektoriert. Das heißt, ich habe während des Masters schon Berufserfahrung gesammelt und nach Beendigung meines Studiums habe ich mich als Lektorin selbstständig gemacht und bin Vollzeit-Lektorin. Habe nebenbei aber immer auch Bücher geschrieben, weil ich, ja, also ich liebe halt einfach das Schreiben. Ich bin selber ein sehr kreativer Mensch und ja, das ist einfach mein Ausgleich. Ich mag es, Geschichten zu erzählen, aber ich liebe es mehr, Geschichten von anderen auf Hochglanz zu polieren. So. Und das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, beziehungsweise der wichtigste Punkt. Und ich wurde dazu auch in einem Kommentar gefragt, ob das miteinander einhergeht, Autor sein und Lektor sein. Und in gewisser Weise kann es sich bedingen. Aber in erster Linie muss man sagen, dass der Beruf des Lektors und der Beruf des Autors sich grundlegend unterscheiden. Es sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Beide beschäftigen sich mit Sprache und beide beschäftigen sich meinetwegen mit Belletristik, wenn man Belletristik lektoriert und Belletristik schreibt. Aber es sind eigentlich grundlegend verschiedene Dinge. Denn der Blickwinkel ist ganz anders. Wenn man Autor ist, dann beschäftigt man sich mit seinen eigenen Geschichten, mit seiner eigenen Gedankenwelt. Man beschäftigt sich mit Storytelling, man beschäftigt sich darum, wie man seine eigenen Ideen auf Papier bringen kann, und zwar so überzeugend, dass andere Leute sie lesen wollen und sich dann auch verkaufen etc. Als Lektor hingegen betrachtet man nicht seine eigenen Geschichten, sondern betrachtet fremde Geschichten objektiv. Als Autor kannst du deine Geschichten niemals wirklich objektiv betrachten. Das ist immer subjektiv. Und als Lektor betrachtest du Geschichten objektiv. Deine eigene Meinung hat da überhaupt nichts drin zu suchen in dieser Art von Arbeit. Und es wird immer objektiv bewertet, ob sich diese Geschichte so auf dem Markt verkaufen kann oder nicht. Und dieses Wissen, das Lektoren haben müssen über Sprache, über den Buchmarkt, über Storytelling, das ist ein Umfang an Wissen, den Autoren gar nicht haben zu brauchen. Weil für den Autor steht in erster Linie im Vordergrund, eine gute Geschichte zu schreiben. Und für alles, was darüber hinausgeht, dafür gibt es Lektoren, dafür sind Lektoren zuständig. Und das kann ein Autor alleine auch nicht schaffen. Deswegen ist das eine grundlegend unterschiedliche Arbeit. Und für mich ist eine Bereicherung in dem Sinne, dass ich halt Lektorin bin, die aber auch gerne Geschichten schreibt. Das heißt, mein Autorendasein bedingt nicht mein Lektorendasein, aber mein Lektorendasein bedingt mein Autorendasein, weil ich das, was ich tagtäglich mache, eben auch auf meine eigenen Sachen anwenden kann. Aber meiner Meinung nach funktioniert das nur in dieser Richtung. Wenn du Autor bist und gleichzeitig auch noch gerne selber schreibst, dann kann sich das positiv bedingen, weil du eben dein gesamtes Wissen halt anwenden kannst. Aber als Autor bringst du eigentlich keinen Mehrwert für Lektoren mit, weil Lektoren auf einem ganz anderen Level sind, das viel höher ist als Autoren. Das meine ich jetzt nicht, dass Lektoren besser sind als Autoren, sondern die beschäftigen sich auf einer ganz anderen Metaebene mit Geschichten, als Autoren es tun. Und es ist einfach eine ganz unterschiedliche Arbeit. Von daher finde ich das sehr problematisch und beobachte das auch immer sehr skeptisch, wenn ich sehe, dass Autoren
sagen, dass sie sich jetzt auch selbstständig als Lektorin melden. Einfach aus dem Grund, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, sie verdienen nicht genug mit ihrem Autorenbusiness, um davon Vollzeit leben zu können, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die meisten Autoren haben noch irgendwie noch so eine Nebentätigkeit, die damit irgendwie mit der Buchbranche in Verbindung steht, weil ich das eben gut ergänzt. Aber diese Schlussfolgerung, hey, ich bin Autor, ich habe 10 Bücher veröffentlicht und weil ich ja jetzt mehrere Bücher veröffentlicht habe, die auch ganz gut liefen, habe ich jetzt die Skills, um Lektor zu sein. Das ist einfach ein logischer Fehlschluss. Und meiner Meinung nach haben diese Autoren haben auch nicht verstanden, worum es beim Lektorieren eigentlich geht. Die verstehen nicht die Tiefgründigkeit dieses Berufs und die Schwierigkeit dieses Berufs und was es alles eben mit sich bringt. Und es ist gerade während der Corona-Zeit, haben sich natürlich viele Leute selbstständig gemacht, gerade in Homeoffice, also in Jobs, die man im Homeoffice durchführen kann, was ja auch irgendwie verständlich ist. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viele Autoren gesehen, die sich als Lektoren selbstständig gemeldet haben und die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und ich möchte hier auch vorab sagen, ich meine damit nicht, dass alle Autoren, die sich auch als Lektoren selbstständig machen, dass die schlecht sind. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber es gibt viele Autoren, die sich als Lektoren selbstständig melden und die meiner Meinung nach keine gute Arbeit leisten, weil die nicht verstehen, worum es in diesem Job eigentlich geht. Also es ist eine Pauschalisierung, damit meine ich aber nicht alle. Also es gibt immer Ausnahmen und ich möchte hier auch keinen Kollegen jetzt irgendwie bashen, darum geht es mir nicht. Also man muss sich hier nicht zwangsläufig angesprochen fühlen. Ich kenne auch viele, die sagen, hey, ich bin Autorin, möchte mich als Lektorin selbstständig melden und ich mache jetzt Weiterbildung etc., also die wirklich daran arbeiten, sich auch die Skills anzueignen, die man als Lektor braucht, weil die kann man sich natürlich, die muss man sich nicht während des Studiums oder während der Praxis aneignen. Dafür gibt es auch Seminare und Weiterbildung und so. Die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine wirklich die einfach denken, ja okay, ich habe jetzt ein paar Bücher geschrieben, ich kann jetzt ohne irgendwelches Vorwissen, kann ich jetzt Bücher gut lektorieren. Ja, und ich meine, ich habe mich auch während der Corona-Zeit selbstständig gemeldet, was aber einfach damit zu tun hat, dass ich quasi 2020 habe ich meine Masterarbeit geschrieben, ich habe meine Masterarbeit verteidigt und ich habe mich danach halt selbstständig gemeldet. Aber es hat einfach was mit dem Zeitpunkt zu tun, dass ich halt zu dem Zeitpunkt meine Uni beendet habe. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie dachte, so, hey, es ist Covid, ich mache mich jetzt selbstständig. Also bei mir war das halt einfach vom Zeitpunkt, ist das halt auch einfach auf den Zeitpunkt gefallen. Und so viel dazu. Und ich sehe das halt auch, also es ist auch so ein Punkt mit sinkender Qualität auf dem Buchmarkt. Ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, ein eigenes Video zu machen, deswegen werde ich das jetzt hier in diesem Video kurz anschneiden. Ich würde schon sagen, dass bei Self-Publishern immer mehr dieses Qualitätsverständnis steigt oder gestiegen ist in den letzten Jahren, dass allgemein der Konsens herrscht. Man sollte sein Buch professionell lektorieren und korrigieren lassen, um ein möglichst gutes Produkt zu bringen, mit dem man dann auch Geld verdienen kann. Da ist diese Mentalität ist weitgehend vorhanden. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, es gibt auch Hobbyautoren, die damit von gar nichts wissen wollen, die meine ich auch gar nicht, aber die Mentalität ist weitgehend vorhanden. Trotzdem, obwohl Self-Publisher-Bücher in der Regel mittlerweile lektoriert und oder korrigiert werden, merke ich, dass es viele Bücher gibt, die keine gute Qualität haben. Und da muss ich halt leider die Verbindung ziehen, was meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass viele zu Lektoren gehen, die nicht gut sind. Und es ist eben auch einfach extrem schwierig, als Außenstehender, also wenn man jetzt nicht selber Lektor ist und die Arbeit des anderen bewerten kann, zu sagen, hey, ist das jetzt ein guter Lektor, das ist kein guter Lektor. Weil es gibt auch Lektoren, die super erfolgreich sind und super viele Kunden, also auch hochkarätige Kunden haben von sehr erfolgreichen Autoren, aber die machen trotzdem objektiv gesehen, wenn du dich mit anderen Lektoren unterhältst, machen die trotzdem keinen guten Job. Aber das versteht der Autor halt nicht, weil der das halt aus einer anderen Perspektive sieht. Und meiner Meinung nach liegt es halt daran, dass jetzt in den letzten Jahren, seit ich selbstständig bin, also seit der Corona-Zeit, heißt es einfach so viele Lektoren gibt, die sich einfach ohne irgendwelches Know-how selbstständig gemacht haben und da die Bücher lektorieren und das aber eben einfach nicht das Niveau hat, das es halt eigentlich haben sollte. Und ich meine, ich spreche natürlich auch aus einer sehr pingeligen Sicht, dass ich
ja, einfach sehr hohe Ansprüche an Manuskripte habe. Ich habe sehr hohe Ansprüche an meine Arbeit. Ich habe sehr hohe Ansprüche daran, was meine Kunden da fabrizieren. Und ich habe sehr hohe Ansprüche an das, was andere Lektoren machen. Also ich beobachte das mit einem sehr, sehr strengen Auge. Es gibt da Lektoren, die da viel freier und offener sind. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ich habe da einfach ein sehr anspruchsvolles Auge. Und das haben halt viele einfach nicht. Also viele betrachten halt Geschichten einfach anders als ich. Und ja, aber ich sehe das halt bei meinen Kunden, die halt meine Peitsche halt gewohnt sind. Und dann lesen die halt andere Manuskripte und dann ziehen die halt sie vergleichen und sagen halt so, ey, Mili, also die Lektorate, die da gemacht wurden, das ist ein ganz anderes Niveau als von dir, also deutlich drunter. Und ja, also das kann ich halt nur darauf schließen, dass es halt sehr viele Lektoren gibt, die halt keine ausreichenden Qualifikationen haben. Damit meine ich jetzt, wie gesagt, kein Studium, sondern ich meine auch Weiterbildung oder also die halt wirklich sich mit dem Lektorieren als Beruf und als Handwerk beschäftigt haben und nicht einfach sagen, ja, hey, ich bin gut im Storytelling, ich schreibe jetzt hier Bücher und jetzt kann ich auch gut lektorieren, weil das eine hat halt, wie gesagt, nichts mit dem anderen zu tun. Und deswegen gibt es auch nur eine andere Lektorin, die ich immer wirklich ohne, hundertprozentig ohne Vorbehalt empfehle, weil die denselben Qualitätsanspruch hat wie ich, weil ich ihre Arbeit kenne, weil ich weiß, dass es halt hundertprozentig gut ist. Also ich bin da immer sehr, sehr pingelig. Und deswegen verstehe ich mich tatsächlich auch nicht so gut mit anderen Lektoren. Also ich weiß, dass mir viele Lektoren folgen auf Instagram, viele Lektoren gucken meine Videos. Ich sende Liebe an euch alle raus. Ich wollte euch jetzt irgendwie nicht bashen. Aber ich habe oft andere Ansichten als andere Lektoren und deswegen folge ich auch auf Instagram kaum Lektoren-Accounts. Also die muss ich schon wirklich irgendwie auf eine andere Art und Weise mögen oder sympathisch finden, damit ich denen folge, weil ich hasse einfach den Instagram-Lektoren-Content. Wenn da irgendwelche Schreibtipps gegeben werden, dann gucke ich mir das an und dann ist das aber auch nur so halb wahr und dann denke ich mir so, nee, und das nervt mich halt einfach. Also diese ganze Lektoren-Bubble. Schwieriges Thema. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich perfekt bin. Es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie denken, dass ich Scheiße erzähle, die auch meinen Content nicht mögen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ja, also diese ganzen Lektorenbubble, das ist so ein bisschen rotes Tuch für mich. Und jeder soll seinen Weg gehen. Und es gibt so viele Lektoren und das ist gut, weil jeder Autor hat unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ansprüche. Aber wenn man mich fragt, ob Autoren gute Lektoren sind, nein, sind sie nicht. Lektoren können gute Autoren sein in diese Richtung, ja, aber Autoren müssen nicht zwangsläufig gute Lektoren sein, nur wenn sie sich dann eben auch wirklich dann dahinsetzen und sich dann weiterbilden und die nötigen Qualifikationen dann aneignen. Dann können sie gute Lektoren werden. Aber nur, wenn man jetzt mehrere Bücher geschrieben hat, hat man nicht das Zeug dazu, ein guter Lektor zu sein. Und da muss man auch ein bisschen bescheiden sein und einfach ja, seine eigenen Stärken und Schwächen objektiv reflektieren. Was man aber generell als Autor auch tun sollte und generell als Mensch. Ja, ja, das wollte ich mir einfach mal so ein bisschen von meiner Seele reden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema steht. Hinterlasst gerne ein Like bei dem Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!